Hey Süßen, na, wie geht's euch? Ja, ich habe heute wieder so ein paar News für euch. Einfach so ein bisschen, ja, ich habe ein paar Sachen zusammengesammelt. Einfach so ein bisschen wieder leichte Kost. Das könnt ihr euch abends anschauen beim Abschminken oder morgens vor der Arbeit. Und ja, ich glaube, so leichte Kost zwischendurch ist immer ganz, gar nicht mal so schlecht, gell? Deswegen hier so ein paar, ja, unspektakuläre Trash-TV-Highlights einfach nochmal für euch. Beinhaltet auf jeden Fall wieder alle Themen. Wir haben Themen von prominent getrennt. Wir haben aber auch wieder eine Infantia Benetatu. Ja, lasst euch einfach überraschen, gell? Und ich würde sagen, wir schauen uns das zusammen an. Und ja, schauen uns das zusammen an, ja? Wir starten mit der Sparte prominent getrennt. Und ja, hier kommt auch schon quasi der erste Screenshot für euch, und zwar ist der von Max. Und zwar teasert er hier so ein bisschen Themen zu prominent getrennt an. Und zwar den Podcast, der von ihm, Luisa und ich glaube, die Gina auch war auch dabei, durchgeführt wurde. Und er schreibt: Zu dritt gestartet, zu zweit aufgehört, die Folge zu drehen. Beef, beef, beef. Okay, also. Es gibt Beef. Zwischen wem? Und was ist genau passiert? Ich habe mir diesen Podcast noch nicht angehört. Ich hatte noch keine Zeit dafür. Ich weiß nicht, ob ihr den angehört habt. Aber es scheint hier auf jeden Fall Beef zu geben. Und meine Antennen sagen zwischen Max und Luisa, weil ich hatte ein paar Tage davor schon ein paar Stories von Luisa gecatcht, bei denen ich mir dachte, interesting. Wir schauen uns das erstmal weiter an und dann können wir drüber quatschen. So, dann kommt der nächste Screenshot und der ist von Luisa. Sie schreibt: Das war der Grund, wieso ich in Köln war vorgestern. Ihr könnt euch den Podcast kostenlos anhören. Ich werde mich dazu aber nicht äußern. Das, was da alles passiert ist, was man nicht hören kann, war das Schlimmste, was seit langer Zeit passiert ist. Und ich bin froh, wenn das Thema jetzt bald vorbei ist. Ich werde auch nichts mehr dazu sagen. Für mich war es das jetzt. Hoffe, ihr könnt das verstehen. Also ist irgendwas bei dieser Podcast-Aufnahme passiert? Höchstwahrscheinlich zwischen ihr und Max? Oder was genau meint sie? Ich wurde halt hellhörig und zwar bei dieser Story allgemein von ihr, weil sie auch noch mal geschrieben hatte zu einem Bild: Ich selbst schaue prominent getrennt nicht mehr. Kann das einfach gerade nicht. Also markiert mich gerne. Falls ihr mich sichtet, dann kann ich meine Szenen reposten. Ja. Und auch hier nochmal ein Screenshot, wo sie sich nochmal dazu geäußert hat. Auch zu prominent getrennt wird nichts mehr von mir kommen. Das Thema bzw. dieser Mensch, dieser Name wird hier auf meinem Account nicht mehr existieren. Ich weiß, ihr habt eigentlich viele Fragen. Aber ich kann dazu nur sagen, dass nach prominent getrennt wirklich schlimme Dinge noch passiert sind und ich will und kann mich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen. Das ist für mich jetzt der endgültige Schlussstrich. Wie gesagt, hoffe ich, dass ihr das verstehen könnt. Ab sofort habt ihr jetzt eben nur noch eure offene und lustige Lulu. As always, danke für eure Unterstützung. Da werde ich ja hellhörig, gell? Weil ich mir denke, eigentlich ist das doch der Tee, den wir brauchen. Was genau ist da passiert? Weiß jemand von euch mehr? Kann uns jemand aufklären? Ich respektiere natürlich absolut Luisas Entscheidung, nicht mehr über prominent getrennt zu reden. Es ist eine Show, in der sie stattgefunden hat oder eben nicht stattfindet, weil sie eben kaum gezeigt wird und das ist auch etwas, was sie auch länger gestört hat. Fakt ist auch, wir sehen hier auch trotzdem irgendwo eine Verhaltensänderung. Also zum Beginn der Show oder auch mittendrin konnte sie auf jeden Fall noch diesen Namen in den Mund nehmen. Ich gehe jetzt mal davon aus, I don't know, dass es eventuell um Max gehen könnte. Bei diesem Thema mit der Ohrfeige von Kim an Max hat sie sich noch dazu geäußert und noch recht wohlwollend über Max gesprochen. Und ich glaube, weniger als eine Woche später oder ein, zwei Wochen später kam ja auch dieses Drama oder dieser Skandal mit dem Marzip-Effekt, wo sie auch recht scharf gegen eine Vanessa, Vanni schreibt, geschossen hat.
ich hatte ja ein Video dazu gemacht und mich da schon auch gewundert, dass sie so streng gegen Max schießt, beziehungsweise das so kritisch hinterfragt, warum er so gefeiert wird, obwohl sie eine Woche davor noch eigentlich recht neutral sich über ihn geäußert hat. Und das hat mich schon gewundert und ich habe ja auch mit euch, für die, die sich das angeschaut haben, hinterfragt, was der Grund sein könnte, warum sie so auf einmal so getriggert ist von dieser Thematik, die ja schon so lange besteht. Ich konnte es nicht so ganz verstehen. Ich habe das noch ein bisschen drauf geschoben, dass er einfach so ein bisschen aktuell auch nach all dem, was passiert ist, sie vielleicht stören könnte, dass er so gefeiert wird und auch so erfolgreich ist. Und sie, die vielleicht aber auch so eine ähnliche Karriere möchte, eben nicht kaum gezeigt wird und anscheinend so als uninteressant dargestellt wird, was sie sicherlich nicht ist. Ja, und wir wissen ja auch, wer sich auf Trash-Seiten bewegt, dass sie zum Beispiel anscheinend bei DSDS war. Also zumindest scheint sie eine Persönlichkeit zu sein, die grundsätzlich dieser Kunst und diesem Rampenlicht, sagen wir es erstmal so, mag und auch gerne durchaus eine Karriere in der Öffentlichkeit verfolgen wollen würde. Ob das jetzt durch Gesang ist oder Trash, we don't know. Aber hier scheint mir, als wäre irgendwas passiert bei dieser Podcast-Aufnahme, was dazu geführt hat, dass sich ihr Bild gegenüber Max ändert. Und ich würde eigentlich gerne wissen, was das ist, was passiert ist. Wurde er ausfallend? Haben sie sich gestritten? Weil sie auch sagt, das ist das Schlimmste, was ihr seit langem passiert ist. Also es muss schon krass gewesen sein. Und ich glaube, es wäre eigentlich ganz, ja, cool zu wissen, damit wir eventuell unser Bild von einem Max auch ändern könnten. Ich halte jetzt nicht allzu viel von ihm, aber ich finde ihn jetzt auch nicht mehr so schlimm. Ich bin da eigentlich neutral. Aber sie scheint mit dem Thema prominent getrennt komplett abschließen zu wollen. Warum habe ich das mit reingenommen? Weil ich es auch spannend finde, weil gerade sie ja in der Show stattfindet und ich mir das so vorstelle, wenn ich einen Vertrag unterschreibe und einer Show teilnehme, ich mich grundsätzlich damit auseinandersetzen würde, was in der Show passiert. Ich finde es durchaus dann eine drastische Maßnahme, an einer Show teilzunehmen und zu sagen, ich rede nicht mehr drüber, ich schaue es mir auch nicht mehr an. Weil aus der Show jetzt können wir nicht direkt sehen und sagen, was genau explizit passiert ist. Und das scheint auf jeden Fall das, was auch immer da passiert ist bei dieser Podcast-Aufnahme oder danach, was sie uns nicht erzählt, was auch vollkommen in Ordnung ist, das ist ihr gutes Recht, scheint auf jeden Fall was passiert zu sein, was auf jeden Fall heftig war für sie. Krass. Also wenn jemand von euch mehr weiß, spill the tea. Wir wollen es wissen. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich natürlich für sie, dass sie ihre Karriere verfolgt, was auch immer sie glücklich macht. Ich finde, sie ist eine super süße Maus. Und vielleicht ist auch Trash nicht unbedingt das, was sie braucht, sondern wirklich, vielleicht hat sie ihre Talente ja wirklich im Gesang. Kann sein. Lass uns überraschen. So, dann kommen wir zum nächsten Gast des heutigen Podcasts, des heutigen Videopodcasts. Wir schauen uns das einfach mal an. Ich rede jetzt nicht viel darüber. So, das war die Eva, von der ihr bestimmt gehört habt, dass sie jetzt eine Single rausgebracht hat. Ich glaube, die ist gestern rausgekommen. Und ich hatte die ja auch schon mal in meiner News-Folge drin und fand es sehr spannend, dass auch viele Trash-TV-Stars Sänger, Sängerin werden wollen. Und hier haben wir einen Auftritt von ihr. Ich weiß nicht, ob das in Griechenland ist. Mein Eindruck war, also ich will mich auch gar nicht belustigen oder so, jeder muss mal klein anfangen. Gell? Ich finde nur, das Publikum hier hätte schon ein bisschen mehr unterstützen können. Gell? Ich habe das Gefühl, sie singt jetzt eigentlich für diesen Whirlpool. Ne? Also selbst die Kellner denken sich so, geh mal kurz aus dem Weg, ich muss das Schnitzel an Tisch 5 bringen. Und fand ich irgendwie süß. So, ne? Ich meine, man fängt klein an. So, ne? Und deswegen bin ich auch gespannt, wie ihre Karriere weitergeht. Jetzt beim Gesang klang das eigentlich auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt Playback war oder ob sie gesungen hat. Ich fand jetzt bei der Single, die rausgekommen ist, also ich hatte ja auch gesagt, ich fand es gar nicht mal so schlecht.
und habe mir dann das Lied dazu angehört. Ist dann ein bisschen zu technolastig für mich, ist nicht so mein Vibe. Ich fand diesen Teaser-Beginn fand ich ganz gut. Und dann fand ich das so ein bisschen too much und auch die Stimme, das war mir ein bisschen zu viel. Aber schauen wir mal, was wird. Ne? Ich habe auch früher tatsächlich auch mal gesungen, also ich bin auch aufgetreten und ich hatte sehr gute Erfahrungen, also sowohl mit Freunden als auch so, also bei verschiedenen Auftritten. Ich kann nicht so gut singen, meine Freundinnen konnten singen, ich habe auch mal gerappt und so. Und es ist super schwer aufzutreten. Ich habe sowohl Erfahrungen, bei denen ich wirklich mich wie ein Star gefühlt habe, weil dieser Auftritt so schön war, als auch Auftritte, bei denen ich mir dachte, Mann, ist das unangenehm und Mann, können wir gar nicht singen. Und das hat mich auch ein bisschen demotiviert, dass ich irgendwann gecheckt habe, vielleicht bin ich jetzt nicht die geborene Sängerin. Aber man muss klein anfangen. So. Na, heute bin ich nicht zu shady. Na, also, ich bin nett. Alright. Dann schauen wir uns mal die nächste Kandidatin an. Naja, es gibt Neuigkeiten, die ich auch schon auf TikTok verbreitet habe, aber hier nicht. I have a boyfriend. Woo! Yay! Geil! Christina hat einen Boyfriend. Das ist die Neuigkeit, die sie uns mitteilen wollte. Das ist schön. Das ist schön für sie. Die süße Maus, die kennen wir ja vom Bachelor. Und die war dann bei Are You The One? Und sie ist eine sehr offene junge Frau, so wunderschöne junge Frau. Und ich glaube, eine Person, die eigentlich nur die Liebe möchte, die hat, glaube ich, auch einen OnlyFans-Account, verdient damit ihre Brötchen. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch nicht so einfach ist, dann einen Mann zu finden. Aber sie hat jetzt auch nach einer gewissen Durchstrecke endlich einen Mann. Ist das nicht cute? Ne? Freuen wir uns? Ja, oder? Ja. Ich wollte eigentlich keinen Freund, aber ja, es hat sich jetzt so ergeben und ich bin auch sehr froh drum. Und ja, es ist auch ziemlich ernst. Ich weiß nicht, ob ich jemals so eine ernste Beziehung hatte. Ich glaube nicht. Es ist so, wir machen Pläne, die ich halt früher so nicht gemacht habe. So ernste Pläne. Wisst ihr, was ich meine? Naja. So wie essen gehen, ins Kino gehen oder wie? Voll süß. Ist es ihre erste Beziehung? Wäre auch okay, ne? Also es gibt ja kein Alter für eine erste Beziehung, aber ich finde es irgendwie voll süß, wenn die das so, wie sie das erzählt, ne? Das ist so ihre erste ernsthafte oder, ne? Oder dass sie das so lange nicht mehr hatte und da irgendwie auch nicht damit gerechnet hat. Ich glaube, gerade wenn man nicht damit rechnet oder eigentlich keinen Bock auf eine Beziehung hat, dann kommt es eher und dann wird es auch eher schöner, als wenn man es zu sehr will. Aber ey, dann mach doch deine Erfahrungen. Da hast du dann erst Erfahrungen mit einem Mann. Siehst ja auch ein paar gesunde Verhaltensmuster und hast vielleicht auch mal ein gutes Beispiel. Und bei der nächsten Trash-TV-Show machst du dich vielleicht nicht direkt an einen Max Baumann ran. So, und lässt dich nicht so verarschen. Ne? Anyways, und viele fragen immer, ja, kennt man ihn? Nein, man kennt ihn nicht. Er steht nicht in der Öffentlichkeit. Ja, ist ein Businessmann. Keine Ahnung, der macht vielleicht mal ein Coaching-Video oder sowas. Das könnt ihr euch vielleicht mal irgendwann angucken, wenn ich ihn mal verlinke oder so. Aber so werdet ihr ihn nicht kennen. Und ich möchte es auch erstmal nicht öffentlich machen. Ja, aber wenn ihr so ein bisschen was von ihm sehen wollt oder hören wollt, nicht unbedingt sehen, hören, ich gehe ihm auf TikTok live und dann frage ich ihn zum Beispiel, wie sehe ich aus und so. Und dann sagt er was und so. Wir machen uns dann Spaß draus. Cute, ein Businessman. Wie wäre es auch mal, wenn ich mal so langsam einen Businessman kennenlernen würde? Hätte ich auch kein Problem damit, gell? Also, naja, ich hatte auch schon mal einen Businessman. Ich hoffe, dass ich das Video hier nie, aber es war eher so ein, ja, es gibt Businessmänner und Businessmänner, sagen wir es mal so. War ein netter Kerl. Auch sehr entrepreneurmäßig unterwegs. Aber wenn ich das schon sage, wisst ihr auch schon, worauf es hinausläuft, wenn man so von Entrepreneur spricht, gell? Also da gibt es ja verschiedene Sparten. Das kann von, ich habe mir einen Instagram-Account gemacht und Entrepreneur in der Bio geschrieben, bis hin zu, ich habe wirklich Millionengeschäft oder so. Ne? Das kann von allem sein. Jeder kann sich Entrepreneur nennen. Deswegen, meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ich weiß nicht, wie ich das einstufen würde. Ich würde schon sagen,
Startup-Level. Sehr interessant, sehr anstrengend. Ja, es ist natürlich auch personenabhängig, aber definitiv ein Mensch, der sein Business ist, dann sein Leben. So, also das war meine Erfahrung. Und man ist so am längeren, am hinteren Hebel. Was auch okay ist. Ne? Ich mag Menschen, die nach etwas striven und Ziele haben. Aber das war so ein bisschen auch diese Art Businessmann, wo ich mir auch dachte, Bro, wen willst du hier eigentlich verarschen? Lass den Scheiß. Dann bin ich ja mehr Business als du. Aber, okay. Es gibt so und solche und solche Businessmänner. Gell? Er ist Südamerikaner und ich versuche das immer richtig zu sagen, weil ich selbst nicht peile. Also irgendwie in Ecuador sind die geboren und deshalb ist er Südamerikaner, also ist er Südländer. Ich check das nicht. Irgendwie sowas. Die ist schon süß, oder? Die checkt einfach nicht, welche Nationalität ihr Freund hat. Ja, ich kann das verstehen, so in der Anfangsphase, wenn man sich noch nicht so kennt und so. Ich muss das auch immer ein, zwei Mal fragen. Wie, woher kommst du? Aber eher so, aus welcher Stadt bist du nochmal? Und solche Sachen halt. Wo hast du nochmal studiert? Aber so die Nationalität. Also der ist aus Ecuador, deswegen ist der Südländer. Also einfach irgendwas da irgendwo, da in diesen tropischen Gewässern da irgendwo. Da im Süden ist der halt, ne? Da irgendwo. Es ist, als würdest du sagen, er kommt aus Amerika. So. Einfach. Das lässt auf jeden Fall Raum für Interpretationen. Ey Leute, ich war jetzt einfach 2,5 Jahre Single. Das klingt jetzt nicht so lang, aber seit ich Teenager war, ich war immer vergeben eigentlich. Und seitdem nie mehr so lang Single als vor meiner Teenagerzeit. Wisst ihr, was ich meine? Und für mich ist es jetzt voll ungewohnt, wieder mit jemandem zusammen zu sein. Mit jemandem, der auch so schnell alles will. Ich will auch. Aber es ist halt ungewohnt. Wie süß. Also sie war jetzt schon mal einmal in einer Beziehung und war jetzt 2,5 Jahre Single. Ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Durchschnitt. Ne? Also gibt es denn überhaupt einen Schnitt, wo man sagt, das ist zu lang? Also das ist ja so individuell. Es gibt Leute, die sind 8 Jahre Single oder was weiß ich, also 8 Jahre, keine Ahnung, so 4 Jahre Single und dann treffen sie jemanden und dann, ne, machen die direkt Kinder und heiraten so. Gell? Also es kann schneller gehen, als man denkt. Von daher finde ich jetzt 2,5 Jahre jetzt nicht ungewöhnlich lang, auch nicht ungewöhnlich kurz. Es ist so individuell, wie lange man Single ist. Ich bin jetzt, muss ich jetzt erstmal meinen Taschenrechner raussuchen, um zu sehen, wie lange ich Single bin. Warte, kann ich das nicht? 2 Jahre? Sind das jetzt 2 Jahre? Oder länger? Ich glaube, es sind jetzt, müssten jetzt, glaube ich, tatsächlich punktgenau 2 Jahre geworden sein. Es sei denn, ich schummle und rechne ein paar Monate gerade runter. Aber ich meine, die Trennung war auf jeden Fall irgendwann im April, Mai so rum. Ja, und ich meine, es sind 2 Jahre her. Es kann auch, oh Gott, es sind jetzt 3 Jahre. Nein, es sind doch keine 3 Jahre. Das wäre es doch, das wäre viel zu lang. Nein, aber nee, ich glaube, es sind 2 Jahre. Ja, ja, also selbst wenn es 3 Jahre sind, keine Ahnung, ich glaube es sind 2 Jahre. Und ja, es ist halt schon so, dass man sich dann so denkt, so irgendwann bist du halt wieder ready, ne? Und es ist jetzt auch so, dass man ja nicht, also so auch wie die süße Maus hier, nicht 2 Jahre lang auf der Durchstrecke ist, sondern man hat natürlich mal eine Kennenlernphase oder hat mal hier so ein bisschen, ne, ihr wisst schon, was ich meine? Aber so... Bis man jemanden findet, der einen aushält, nein, aber wo es halt so passt, dauert es halt, ne? Also ich weiß nicht, seid ihr Single, seid ihr in einer Beziehung? Und aktuell ist es ja so, ich hatte ja auch ein bisschen erzählt, ich hatte eine Kennenlernphase, war eigentlich ganz schön, ist jetzt geendet. Aber aktuell traue ich dem nicht hinterher, so, weil es kommt, wie es kommt und es hat nicht sein sollen. Und ich glaube, der Nächste oder die... Der übernächste wird passen so und dann hast du eine Beziehung. Also es kann schneller gehen, als du denkst und aktuell schreie ich nicht nach einer Beziehung. Also ich bin happy mit allem, was ich so habe und ich habe eigentlich auch mehr andere Dinge, die mich busy halten. Aber es ist natürlich auch nicht schlecht, dann jemanden kennenzulernen, wo es alles passt. Aber wenn es nicht passt, dann habe ich auch keinen Bock. Ich schwöre, ihr seid so witzig. Also finanziell stabil ist er auf jeden Fall. Ja,
Ihr wisst, das ist mir sehr, sehr wichtig. Daraus mache ich auch kein Geheimnis. Könnt ihr mich haten, wie ihr wollt. So. Ich finde persönlich, er sieht gut aus. Aber jetzt realistisch betrachtet, bin ich zu hübsch für ihn. Aber er ist auch zu schlau für mich. Also ergibt sich das. Wisst ihr, was ich meine? Yes, 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 ist er. Er sagt immer gern 9 Jahre, damit er sich nicht so komisch fühlt. Zwei Sachen. Ich finde zwei Sachen, das ist zwei Aussagen kontrovers. Also, dass er jetzt älter ist, ja. Also es gibt Menschen, die stehen auf Ältere. Also ich würde jetzt grundsätzlich auch eher jemanden nehmen, der meinem Alter ist. Kann auch mal jünger sein, aber also weil ich die Erfahrung gemacht habe, auch Jüngere können reifer sein als Ältere. Also manche Ältere waren tatsächlich unreifer als alles, was ich bis dahin hatte. Von daher bin ich da auch eher vorsichtig, aber grundsätzlich natürlich Tendenz gleiches Alter nach oben. Ich finde es witzig, dass sie sagt, dass sie zu hübsch für ihn ist. Also dass es so leicht aus ihrem Mund kommt, weil ich mir denke, selbst wenn ich mir das denken würde über einen Menschen, würde ich es nicht aussprechen, weil er das vielleicht auch sieht. Aber ich meine, selbst wenn es ein Fakt ist, gut, ne? Vielleicht lachen die auch drüber. Und auch dieses Thema mit dem Finanziellen, dass sie sich dann jemanden sucht, der finanziell Sicherheit bieten kann, finde ich auch interessant. Das brauchen ja viele, ne? Also auch gerade im Fall, weil ich eine Frau bin, auch viele Frauen, dass sie sagen, sie brauchen einen Mann, der finanziell stable ist. Ich glaube, ich finde es schön, wenn beide finanziell stable sind. Ich bin jetzt nicht so emanzipiert, dass ich denke, die Frau muss genauso auf dem gleichen Level sein oder bla bla bla. Ich finde es gut, wenn beide nach etwas streben und beide deren Lebensunterhalt verdienen und beide unabhängig voneinander deren Lebensunterhalt bestreiten können. Klar ist es irgendwo ein bisschen anziehender, wenn dein Mann ein bisschen mehr verdient. Also ich muss jetzt nicht unbedingt mehr verdienen als mein Mann so, aber ich finde es auch nicht Weltuntergang, wenn ich mehr verdiene so, ne? Dann hat er halt andere Bereiche, in denen er dafür was reinholt wahrscheinlich. Also ich finde, das macht jetzt einen Mann nicht direkt unsexy, wenn er jetzt weniger verdient. Oder? Nee, eben nicht. So, und ich finde, man kann dann so im Finanziellen, man kann das sehr gut ausgleichen, wie ich finde. Aber ich verstehe auch die Leute, die sagen so, nee, der muss schon ein bisschen mehr verdienen oder diese finanzielle Sicherheit muss da sein. Wie seht ihr das? Ist auch ein Druck für die Männer, gell? Die müssen mal mehr verdienen als wir. Was ist, wenn ich einfach eine erfolgreiche junge Frau bin, die einfach gut verdient? Was machst du dann? Dann ist es ein bisschen schwierig. Ja, er muss ja sich ja immer Jobs suchen, wo er mehr kriegt. Ja. Also zumindest auf dem gleichen Level. Ich habe natürlich extrem viele Hate-Nachrichten bekommen, weil ich jetzt vergeben bin. Das triggert natürlich ganz, ganz viele. Vor allem irgendwie ganz viele Männer, die dann schreiben, ernste Pläne, ihr seid doch nur einen Monat zusammen. Bruder, du hast irgendeinen Fußballspieler in deiner Bio verlinkt mit einem Herz. Vielleicht startest du mit ihm ernste Pläne. Und ihr müsst bedenken, mein Freund ist kein Teenie. Der ist 10 Jahre älter als ich. Und diese Männer, die handeln ein bisschen schneller, die sind ein bisschen fixer als irgend so ein Vereinsfan von HSV. Ja, also dass da irgendwelche Trolls im Internet sie dann haten, weil sie einen Freund hat, ist halt auch witzig. Ich finde, bei sowas kann man dann auch einfach beruhigt das Handy zur Seite legen und einfach beruhigt schlafen gehen. Weil das ist genauso viel wert, wie wenn dir jemand sagt, also wenn dich jemand dafür kritisiert, wie du deine Miete zahlst. Das hat die Leute nicht zu interessieren, solange die nicht irgendwie Anteil daran haben und dafür irgendwas in dein Leben geben, was dir was gibt, hat es eigentlich niemand zu jucken, wie du dein Geld verdienst oder wie, mit wem du zusammen bist und mit welcher Beziehung. Von daher, man kann natürlich jetzt ein bisschen schmunzeln über die Aussagen und so, aber man sollte das nie bewerten, ob jetzt eine Christina, die vorher im Trash-TV war, jetzt eine Beziehung hat oder nicht und wie lange das dauert. Also ich denke mir wirklich, warum sind da so viele bösartige Menschen unterwegs immer? Starten wir doch mal direkt hier mit so einer spicy Frage, Thema Playboy. Und ja, tatsächlich könnte ich es mir schon vorstellen. Ich müsste vorher noch meine kleine Bierplauze loswerden. Aber ansonsten, zerrissen aber doch elegant. Wieso nicht? Das bin ich. Das ist die Gina. Ja, wir erinnern uns natürlich noch an die junge, freche Dame von Prominent getrennt.
die sich jetzt eigentlich ganz gerne auch für den Playboy ausziehen würde, ne? Würdet ihr das machen? Und die redet hier von Bierplauze. Die hat doch keine Bierplauze. Das ist noch eine schlanke junge Dame. Würdet ihr da mitmachen beim Playboy, wenn ihr eine Anfrage kriegen würdet? Ich glaube, ich würde es nicht machen. Warum sage ich das? Weil nichts gegen, dass man sich da, ne, auszieht oder wegen der Freizügigkeit oder wegen des Images von dem Playboy und so weiter und so fort. Also diese Darstellung des Körpers der Frau und so, das da ist gar nicht so das Problem für mich. Also dass ich dann sage, boah, deswegen würde ich mich da nicht ausziehen. Es geht mir mehr so um die Ästhetik tatsächlich. Also ich fände es die Darstellung, die Art und Weise, wie mein Körper dargestellt werden würde, wäre mir halt wichtig. Und beim Playboy ist die Art und Weise, wäre mir zu boom in your face, wisst ihr? Also es ist so, boom, hier hast du Brüste, alles, so. Und das ist mir dann zu einfach. Das ist so, zack, boom, hast du bist so nackt. Und ich fände halt eine andere künstlerische, subtilere Art, den Körper darzustellen, fände ich irgendwie schöner. Also wenn es da eine Zeitschrift gäbe, wo es genauso der Körper dargestellt wird und man irgendwie aber das irgendwie einfach nochmal ein bisschen anders gekonnt inszeniert, künstlerischer, irgendwie, keine Ahnung, so subtiler, wäre ich dabei. Safe. Aber Playboy ist dann so, vielleicht ist es auch das Image, wo ich mir denke, so nee, das ist mir zu platt. Vielleicht habe ich wirklich was gegen das Image. Also eigentlich nicht. Würdet ihr das machen? Aber mit hier OnlyFans-Fragen und sowas könnt ihr, also das könnt ihr aufhören, mich zu fragen, das wird nichts. Ja, OnlyFans ist ja eh so eine Sache, ne? Es wird ja heiß diskutiert. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe es mal überlegt. Ich war aber sehr broke. Ich war sehr, sehr broke. Und war so ganz kurz, ich war so, Bruder, ganz schnelles Geld ist eigentlich nicht schlecht. Aber würde ich eigentlich auch nicht machen. Eigentlich. Weil ich glaube, das Ding ist bei OnlyFans, dass man denkt, man macht sich einen Account, stellt ein Bild online und dann hat man, ne, klingeln direkt die Kassen. Ich glaube, das ist so viel mehr Arbeit, was dahinter steckt. Ich glaube, noch viel mehr, als wie einen YouTube-Kanal aufzuziehen. Und dann hast du auch diese ganzen moralischen Themen, ne? Also, dass deine Bilder dann wirklich im Internet sind für immer. Und du das teilweise nicht löschen kannst, das wird eventuell vervielfältigt oder so. Also ganz viele Dinge, über die du dann keine Kontrolle hast, wo ich mir denke, das ist dann das schnelle Geld. Und wir wissen alle, was man über schnelles Geld sagt. Daher wäre ich vorsichtig. Habt ihr einen Account? Aber Playboy? Ja, Leute, ich war vorbereitet. Ich hatte auch noch mehr Gadgets dabei, die leider alle nicht mehr zum Einsatz kamen, weil wir so früh die Villa verlassen mussten. Bis auf so Spinnen, die ich verteilt hatte, das wurde nicht ausgestrahlt, ist vielleicht auch besser so. Ja, war aber ganz witzig, weil die dann dachten, das ist eine echte Spinne und so ein Glas darüber. Egal. Auch Storytime zu diesem Kondom. Ich habe das einfach einen Abend vorher beim Nominierungsabend habe ich es in meiner Jackentasche gefunden, weil ich diese Jacke bei der Drag Race Premiere anhatte und da war sogar eine Pride Flagge drauf und da wurden die irgendwie verteilt oder keine Ahnung, habe ich irgendwie mitgenommen und dann habe ich das bei der Nominierung in meiner Jackentasche gefunden, dachte mir so, das passt ja super, das lasse ich denen doch direkt da bei dem Rudelgebumse da. Also eine Kim hätte es eventuell gebrauchen können. Sie war ja auch im Dschungel mit einem Kondom, ne? Hat sie auch versucht reinzuschmuggeln für Mike. Thema Kondom. Ist sie Gina B oder die ist bisexual, ne? Nicht lesbisch nur, oder? Weil ich dachte mir so, warum braucht die ein Kondom, wenn die mit einer Frau schläft? Ich bin so dumm, ich check's nicht. Nein, aber ich glaube, die ist bi. Ne? Dann würde es auch Sinn machen, weswegen sie eventuell ein Kondom mitnehmen könnte. Ich meine, sie könnte es auch nur für ihre Freunde mitnehmen. Aber als Lesbe brauchst du ja kein Kondom. Tatsächlich wurden Emily und ich direkt angefragt. Ich war selber ein bisschen verwirrt, als ich den Anruf bekommen hatte. So, ja, hier hast eine Anfrage für Prominent getrennt. Und dann dachte ich halt so automatisch, hier, das wird mit dem Pumper sein. Und dann kam so, ja, mit Emily. Und ich war so, what?
Aber let's do it. Ja, und war das jetzt gut? Was würdest du sagen? Wie würdest du euren Auftritt bewerten? Würdest du es nochmal machen? Ich finde es spannend, dass die Gina fragen und die Emily gleichzeitig, weil ich dachte, dass erstmal quasi, also in diesem Fall ist die Emily ja mega unbekannt und ich hätte jetzt gedacht, dass sie dann quasi die Gina erstmal fragen und dann mit ihr besprechen, welchen Ex sie mitnehmen wollen würde. So habe ich mir gedacht, funktioniert das Ganze. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dann einfach hingehen und die Leute anfragen. Und wie finden die das heraus? Sind die FBI oder was? Das ist ja crazy. Und oha. Also, oder hat die Emily bestimmt, war sie in irgendeiner Show oder sie wissen das, dass die mit der zusammen war. Die wissen alles. RTL weiß alles. Und dann wurden die beiden einfach angefragt, ja. Und den Pumper, den kennen wir ja. Mit dem war sie ja bei Couple Challenge. Boah. Nee, Emily und ich haben gar keinen Kontakt mehr. Und ich denke auch nicht, dass das an mich gerichtet war in ihrer Story, weil ich weiß auch, dass sie noch jemand anderen kennt, der an dem Tag auch Geburtstag hat. Ja, ist auch vielleicht besser so, wenn ihr beide echt getrennte Wege geht und Emily für sich das alles auch verarbeiten kann. Ich glaube, die Teilnahme war auch für sie wahrscheinlich nicht einfach, ne? Also ich glaube, viele, was heißt haten sie, aber sie wird da sehr, also ne, ihr Auftritt ist jetzt, glaube ich, war jetzt keine Glanzleistung, glaube ich. Und ich glaube, das war für sie dann auch gar nicht mal so einfach, so als erstes Format und dann irgendwie so komplett fertig gemacht zu werden. Ja, ich glaube, die muss das wahrscheinlich erstmal verarbeiten, das Ganze in die Arme, ey. Ich hoffe, die Gage kompensiert das Ganze so ein bisschen. Ja, die Gina, die ist eine Süße, ne? Die ist ganz witzig. Ich habe natürlich noch weitere News dabei gehabt, bei denen ich mir auch mehr dachte, so ganz ehrlich, nee, darüber rede ich nicht mehr. Also Themen wie Kim und Tim und so nach Miami und so ein Scheiß oder wisst ihr, so Sachen, wo ich mir dachte, so, nee, nee. So, ich mache das kompakt, ich hole mir 2, 3 Leute, die ich witzig finde und mache das kompakt in einem Video und den restlichen Bums, wo man eh weiß, dass es einfach nur um Schlagzeilen zu generieren, lassen wir aus. Erstmal, beim nächsten Mal wieder und sprechen wir einfach ganz entspannt so ein paar Sachen an. So, ihr könnt mir natürlich auch Feedback geben, ne, wenn euch Dinge fehlen, wo ihr sagt, boah, ein bisschen länger oder kürzer oder so. Ich mache es immer so ein bisschen nach Gefühl, ne? Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl dafür. Und dass wir einfach zwischendurch ein paar Leute anschauen, was die so treiben und was deren Gedanken sind. Und das ist auch immer witzig. Ich versuche auch immer so ein paar Leute, die in vielleicht in Vergessenheit geraten sind, noch mit reinzunehmen. Und ja. So, das war's vom Video. Ne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr plant was Schönes die nächsten Tage. Also je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch schöne Pläne habt, so ein bisschen für den Sommer, der hoffentlich jetzt in den Startlöchern steht und nicht nur ein, zwei Tage sich jetzt zeigt. Eine Frage, was plant ihr denn so urlaubsmäßig? Was sind denn eure Pläne? Das würde mich interessieren. Gerade einfach, weil es die Saison ist und man jetzt einfach Pläne macht für Urlaub. Genau, was ihr da so plant und ob ihr schon gebucht habt. Ich brauche ein bisschen Inspiration für diesen Sommer, falls ich wohin ich fliege. Das fände ich ganz spannend, falls ihr Bock habt. Ja, und natürlich gebt mir auch gerne Feedback zu den Fragen, also auch die wir hier besprochen haben, wo ich auch so ein bisschen auch von mir erzählt habe. Würde mich natürlich interessieren, wie es bei euch ist. Also so Thema letzte Beziehung, OnlyFans oder ja, solche Sachen halt, ne? Ja? Okay. Dann viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und see you soon. See you soon. Bis bald.